ist es? Nur ein kleiner Kasten. Willow Creek auf den Spuren des Mörders. Gruselfans kommen in Willow Creek auf ihre Kosten. In der verschlafenen englischen Kleinstadt kann man auf den Spuren von Samuel Gordon, des Schlächters von Worcestershire, wandeln. Der Spross einer der ältesten Familien Englands, das Schloss der Gordons befindet sich in unmittelbarer Nähe des Ortes, ist aber leider nicht für Führung geöffnet, brachte im Jahre 1981 5 Menschen um, darunter den gerade einmal 12 Jahre alten Vic. Auf die gruselfreudigen Besucher wartet das Willow Creek Museum mit einer Dauerausstellung zu den Morden sowie Führungen von April bis Oktober. Reizendes Städtchen. Und aus dem Horrorkaff. Eine Ausstellung über die Morde. Wunderbar. Da würde ich doch auch gerne mal hingehen. Aber jetzt besorgen wir erstmal alles andere, was wir noch so brauchen. Ein paar Hochglanzmagazine, um der werten Dame ein paar Fotos des überaus talentierten Fuller zu präsentieren. Na gut, ich nehme das Modemagazin hier und die Autozeitschrift mit. Vom Unfall meiner Mutter hat sich anscheinend schnell herumgesprochen. Ein paar Leute haben schon Blumen geschickt. So viele Grüße und gute Besserungswünsche. Ich glaube, sie ist sehr aktiv in der Gemeinde und vermutlich hat sie viele neue Bekannte hier. Alle möglichen Leute haben meiner Mutter Karten geschickt. Diese hier ist mit P.Puck unterschrieben. Moment mal, das ist ja der Briefträger. Oh, genial. Der Postbote hat unterschrieben. Damit habe ich eine Vorlage. Ich könnte seine Unterschrift recht leicht fälschen, denke ich. Also schön. Ich habe die Vorlage und ich denke, die Unterschrift wird zumindest halbwegs passen. Vielleicht kriegen wir ja dann mal endlich unser Fotopapier, damit wir mal uns auf den Weg zu Angelina machen können. Da geht schließlich die Party ab. So, dann schauen wir doch jetzt mal, ob sie unseren Schein nimmt. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Ich will Fotopapier. Ich wollte Fullers Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte. Hast du den alten Puck aufgetrieben? Ja, ich habe ihn in der Stadt getroffen. Glück gehabt. Hier, Fullers Fotopapier. Die Firma dankt. Man dankt. Entschuldigen Sie, meine Dame. Ja? Schauen Sie,
Ich habe einige von Fullers älteren Arbeiten. Tatsächlich? Zeigen Sie her. Welche Bilder sind von ihm? Das da. Und das auch. Und hier ist auch noch eins. Genau. Das hier. Die sind ja wirklich hervorragend. Alles nur, um Geld zu verdienen. In Wahrheit ist er ein Künstler. Verstehen Sie? Aber das Projekt hier in Biddeford ist seine wahre Leidenschaft. Unerkannt unter uns gewöhnlichen Menschen zu leben und an seinem Meisterwerk zu arbeiten. Na, hat Darren ein Glück, dass die Olle so naiv ist. Für einen kultivierten, gebildeten Mann wie Fuller sein muss, ein primitives, stinkendes, schwitzendes Arschloch zu spielen. Das ist wahre Kunst. Sie sollten ihn gleich anrufen. Er kann Sie und Ihren Wagen draußen an den Klippen fotografieren. Jetzt? Gleich? Ja. Ich muss Sie leider drängen. Aber die könnte mal wieder zum Friseur gehen. Die hat einen ganz schönen Ansatz. Verstehen Sie? Oh, natürlich. Ich werde ihn vom Autotelefon zum Fotoshooting bestellen. Ausgezeichnet. Aber lassen Sie sich nicht anmerken, dass Sie seine wahre Identität kennen. Wer weiß, was das seiner Künstlerseele antun würde. Ich habe verstanden. Ich bin Ihnen so dankbar. Kein Problem. Treffen wir uns heute Abend wieder hier? Abgemacht. Unfassbar. Ja, unfassbar trifft's gut. Ich sollte jetzt einige Stunden Zeit haben, um Angelinas Film zu besorgen und die Bilder in der Dunkelkammer zu entwickeln. Na dann mal los. Jetzt dürfte er doch einen Sinn darin sehen, den Safe zu knacken. In Ordnung. Schauen wir mal. Ich muss mich allerdings beeilen. Fuller hat extra so eine Zeituhr einbauen lassen. Wir wissen doch, wie es geht. Tada! Bitte. Ich sollte Bankräuberin werden. Aha, eine Filmdose. Das dürften die Fotos von Angelina sein. Ansonsten liegen hier nur noch einige Papiere, eine Akte und... Uiuiui, eine Pistole. Ich lasse lieber alles da, wo es ist. Sobald ich die Bilder entwickelt und davon Abzüge gemacht habe, werde ich... Ach du Weichei, nimm doch die Pistole mit. Ich kann wirklich etwas Ablenkung gebrauchen. Dann schauen wir doch mal, ob wir alles da haben, was wir brauchen. Okay, hier kann ich Angelinas Film entwickeln und dann Abzüge machen. Mal sehen, was brauche ich alles, um den Film zu entwickeln? Den Film mit Angelinas Bildern drauf und Entwicklerflüssigkeit. Fixierer müsste hier irgendwo sein. Ein Entwicklungsbehälter steht dort auf dem Tisch. Ein alter, ziemlich abgegriffener Schrank. Wasser und alle möglichen anderen Flüssigkeiten sind auf seiner Tür entlanggelaufen und haben ihre Spuren hinterlassen. Ah, destilliertes Wasser. Eine Flasche mit destilliertem Wasser. Die nehme ich mal mit.
Das ist ein Belichtungsapparat. Man legt oben den entwickelten Film ein und unten auf dem Tisch ein Blatt Fotopapier. Das Foto wird auf das Blatt projiziert und das Papier damit belichtet. Das ist für mich alles gar nicht eine mal so neu. Flasche mit Fotofixierer. Damals, als ich noch jung war, in der 9. Klasse, habe ich nämlich mal ein Praktikum als Fotolaborantin gemacht. In Ordnung. Damit habe ich alles zusammen, was ich zum Entwickeln des Films brauche. Da ist man gerade erst auf digitalen Druck umgestiegen. Eine flache Schale, etwa DIN A3 Größe. Wenn man Abzüge von Fotos macht, ist in ihr verdünnter Entwickler. In diesen Behälter wird ein nicht entwickelter Film gelegt. Dazu wird dann Entwicklerflüssigkeit gegeben und nach kurzer Zeit ist der Film entwickelt. Zuallererst Licht aus. Ja, hast ja recht. Der Film liegt im Entwicklungsbehälter. Fehlt nur noch der Entwickler. So, was haben wir denn hier alles? Entwickler. Das reicht. Der Entwickler muss ja auch noch verdünnt werden. Ja, mit Wasser. Ich weiß, ich weiß. In Ordnung. Genau wie es sein muss. Eine Schale mit etwa einem Zentimeter verdünntem Entwickler. Das wäre das Wasserbad. Was noch? In Ordnung. Nun oxidiert der Entwickler. Er gibt Elektronen ab, die von den Silberionen der lichtempfindlichen Schicht des Films aufgenommen werden. Je mehr Licht beim Fotografieren auf eine Stelle gefallen ist, desto stärker die Reaktion und desto dunkler die Stelle. Kurz, der Film wird jetzt entwickelt. Klugscheißer. Aber nur gut, warum nicht mal ordentlich auf die Kacke hauen, wenn man schon mal was weiß. So, das dürfte reichen. Ich kippe den Entwickler aus. Jetzt muss der Fixierer rein, um die Entwicklung des Films zu stoppen. Da ist er. Tja, jetzt ist der Fixierer alle. Aber der Rest sollte den Entwicklungsprozess gestoppt haben. Ich hoffe, es hat alles funktioniert. Dann wollen wir doch mal sehen. Sieht alles soweit gut aus. Der Film ist entwickelt. Das war der erste Schritt. Jetzt muss ich die Abzüge machen. Mal sehen. Ich brauche Fotopapier und einen Belichter. Der steht da drüben. Dann brauche ich Entwickler. Da ist noch genug in der Flasche. Ein Paket in DIN A4 Größe. Ziemlich schwer. Dann schauen wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Oder es sind Fullers Schmuddelzeitschriften für diese Woche. Ah, sehr gut. 50 Blatt hochwertiges Fotopapier. Der Film ist eingelegt. Das Blatt liegt in der Halterung.
Der Abstand der Linse zum Blatt müsste auch stimmen. Das Bild wird also scharf aufs Blatt projiziert. Dann starten wir mal einen Versuch. Je länger ich die Lampe anlasse, desto mehr Kontrast bekommt das Bild. Probieren wir es mal. Okay, vielleicht war das eine gute Zeit. Ob das nicht vielleicht schon zu kurz war? Ah, da kommt was. Ich muss das Blatt herausnehmen, sobald es die richtige Helligkeit hat. Zu früh und es bleibt zu hell, zu spät und es wird zu dunkel. Schauen wir doch mal, ob er damit zufrieden ist. Aha, der Kontrast ist gut und die Helligkeit stimmt. Nur das Foto an sich ist Mist. Aber dafür kann ich nichts. Vielleicht sind einige der anderen Bilder besser. Okay, also haben wir anscheinend schon mal alles richtig gemacht. Die Belichtung und die Entwicklung zu stimmen. Ich probiere es noch einmal. Oh je. Das Blatt liegt in der Halterung. Der Abstand der Linse zum Blatt müsste auch stimmen. Dann versuchen wir nochmal, die richtige Zeit abzupassen. Okay, dann versuchen wir es noch einmal. Ich muss die Belichtungszeit genau abpassen. Also hier waren es schon mal 4 Sekunden. Nicht genug Kontrast im Bild? Das kann man sich ja relativ leicht merken. Zu viel Kontrast. Okay. Vielleicht war das eine gute Zeit. Aber ich muss gestehen, beim Entwicklerwart habe ich nicht mitgezählt. Ich muss das Blatt herausnehmen, sobald es die richtige Helligkeit hat. Zu früh und es bleibt zu hell, zu spät und es wird zu dunkel. Oh je. Oh je. Ja, jetzt habe ich es tatsächlich raus. Juhu. Helligkeit und Kontrast stimmen. Hätte voller Ahnung von Fotografie, wäre vielleicht sogar das Bild gut. Vielleicht das nächste. Das kann jetzt noch etwas dauern. 36 Bilder und keines davon ist wirklich gut? Wie kann man nur eine so wunderschöne Frau wie Angelina so schlecht in Szene setzen? Aber es hilft nichts. Die Bilder sind geknipst und ich muss sie ihr ins Hotel bringen. Wenigstens kann ich sie wiedersehen. Und es ist auch nicht meine Schuld, dass die Bilder schlecht sind. Nanu? Oh, wer klingelt denn da?